wir müssen ein Umweltbewusstsein erlernen und schauen, dass der Planet am Ende ist langsam. Ne? Nur über die Jugend und so weiter kann das funktionieren. Und wenn man das Bewusstsein dann weckt, ja, dann haben wir vielleicht eine Chance, auch, denke ich mal. Ich heiße Günter Hollmann, bin 76 Jahre alt, ehemaliger Elektriker und Sportlehrer und jetzt in Pension. Das ganze Gewerbe im Haus außer Wasserinstallation habe ich selber gemacht. Leitungen, elektrische Leitungen, Bodenbeläge, Dach, alles selber gemacht, ja. Klar, das ist meine Ansicht jetzt. Und es ist schön, wenn man etwas selber machen kann und sich verwirklichen kann einfach auch, ja. Auf dem Dach habe ich eine Solaranlage mit 10 kW. Mit diesem Strom, den ich einspeise, bekomme ich eine Rückvergütung vom Netzbetreiber. Die Vorzüge sind natürlich klar, das ist ein grüner Strom, sagt man, genauso wie Windrad und Wasser. Und die Zukunft liegt darin natürlich. Ja gut, das Ziel ist natürlich immer, autark zu leben, aber das geht eigentlich nicht, das ist klar. Man muss einen guten Mix finden. Man hat sich ans Licht gewöhnt, wenn man reingeht, macht das Licht an, Kühlschrank ist an. Ich möchte halt auch keine Öllampe mehr anstellen oder sonst was. Natürlich sieht es nicht schön aus. Ein Windrad sieht 3, 4, 5, 6, 7 Windräder sehen auch nicht ganz schön aus, wenn die auf der Höhe stehen. Und jeder will Strom, aber nicht für seine Haustür natürlich, das ist klar. Kann man einerseits verstehen natürlich, aber auf der anderen Seite, ja, man muss da auch ein bisschen Kompromisse eingehen. Meine Tochter lebt in Oregon, in den USA. Die ist seit 1993 drüben. Am Anfang habe ich telefoniert. Da habe ich 50 D-Mark bezahlt, damals für einen Anruf. Ja. Und das ist heute ein Fortschritt. Und wenn man da so Kontakt halten kann, dass man sich sieht, super Sache, das ist faszinierend. Das ist wirklich, ja, muss man wirklich sagen, und vorteilhaft. Kann nicht mehr ins Steinzeitalter zurückgehen, das ist ganz klar. Das ist wie die E-Bikes auch. Heute möchte man auch nicht mehr mit der Kutsche fahren. Und man muss es maßvoll halt betreiben. Manchmal ist immer alles Extreme, finde ich, ist schlecht. Man muss einen Kompromiss finden und für sich das Beste rausfinden.